Ein Mini-Gletscher auf der Engstlingalp. Ich liebe Betreten verboten. Das ist immer so spannend. Es tropft. Frische. Hügel, Wander, Hügel, Wander. Igel? Ja, und das hier ist der Oberhaupt der Igel. Das Oberhaupt. Und hier ist der Kartoffelbrunnen. Da werden die kleinen schlimmen Kinder reingeworfen, dann kommen sie in Adelboden wieder raus. Stimmt's? Vielleicht ist er etwas warm. Oh, da könnte man schwimmen gehen. Ja, ja, es ist aber voll warm. Natürlich sind sie da drin, wenn es so schön warm ist. Die stellen sich nur tot oder schlafen. Igel. Zwei Kappen voll Igel. Mhm. Und dein Kopf? Ist unbedeckt. Ich wundere mich nur, aber wie die nur so aufeinander gestapelt schlafen können. Ja, das ist erstaunlich. Also Jona geht schon aus Umweltschutzgründen barfuß da hinten. Tundra. Wir sehen jetzt der Fiegelhang. Nach Alt-Bundespräsident Fiegel benannt, Bundeskanzler. Nein, Firngleiten. Hügel, Fiegel, Hügel, Fiegel, Hügel, Fiegel, Bergschrund. Yeah. Go, baby, go. Fiegel, Fiegel, Fiegel. Fiegel, Fiegel. Mach doch ein paar Bögen. Und wie läuft's? Yeah. Also der Fiegelhang ist voll Erfolg gewesen. Ja, auch meine Füße sind nass. 50 Höhenmeter extrem vielen. Hier hat es nicht nur eine skurrile Pflanze, sondern auch Unmengen an Schneckenkadavern. Ausgebleicht von der Sonne. Es handelt sich hier um eine 73-prozentige Alpenpestwurz. Sehr wahrscheinlich. Da hat es noch eine. Hier hat es noch ein Gewächs, das sich da den Felsen hochrankt und sogar noch ein bisschen grün wird wieder. Ein Wunder der Natur. Oh. Gletscherzunge barfuß ist das Coolste. Gletscher barfuß ist so schön. Das ist der Nepali-Bergsteigerweg. Barfußgletscher, Barfußgletscher.
macht eine gute Figur. Hängt auch über, wenn man die Kamera ein bisschen dreht. Schalle! Ich fasse die schon und ziehe ein. Weißer Silberwurz. Küchenschellen. Schellen sie. Das sind echte Himmelsschlüsselchen. Die wachsen im Himmel. Schau mal. Oh. Was ist das wohl? Das ist ein Rätsel, weil das ist eigentlich Almrausch mit den neuen Blättchen. Seidelbast. Also nein, das ist doch nicht das, bitte. Das ist ganz anders. Karge Landschaft hier, aber es hat hier einen ganzen Hügel voller Blumen. Das ist so ein bisschen wie in der Masai Mara, diese Gletschermoränen, die dann so ihre eigene Flora und Fauna haben. Das ist eine Brücke über den Fluss und da hinten die einsamste Lerche, die man sich vorstellen kann. Aber es ist ein Lerchenpärchen. Das Lerchepärchen. Rundherum kein Baum. Der höchste Baum. Weit und breit, kein Kolleg. Wie kam er hier hin? Da hinten oben. Ein See. Da hinten oben gibt es einen See, einen unsichtbaren See. Glasklar ist der und eiskalt. Aber macht man gerade doch in den Kommerschaften. Oh, isländisch Moos. Was ist das wohl? Das Kunstwerk. Was ist denn da? Teilchen. Teilchen? Mhm. Du auch? Da mache ich noch ein Bild für den Jörg von diesem hübschen Einachser. Ist es gleich kalt? Du musst hier helfen, die Papa.